Vater, wir danken dir für die Erschütterung in unserer Gemeinde, im Leib Christi. Vater, ich bete, dass du jeden Einzelnen von uns so positionierst, wo du es möchtest. Dass jeder sich ausrichtet an deinem Willen. Wir müssen uns ausrichten an dir, an dem, wo du uns haben müsstest. Vater, ich weiß, dass du über den Nationen brütest, dass dein Geist eine Ruhestätte suchst. Und wir wollen nicht schlafen, sondern wir wollen bereit sein. Wir wollen dein Herz suchen, was du sagst deinem Leib in diesem Moment. Vater, bete, dass wir von einem Volk, das reagiert, zu einer Familie kommen, die proklamiert, die Realität des Reiches Gottes proklamiert, sodass der Himmel in die Erde einbricht. Und wir wollen sehen, dass das jetzt in dieser Zeit, in unserer Generation passiert. Vater, wir danken dir für all das, was du tust. Und wir kommen und ordnen uns deiner Leitung, deiner Stimme und deinem Zeitplan. Dein Reich komme und dein Wille geschehe in dieser Zeit. Amen.